Es gibt zurzeit einige sehr spannende Entwicklungen im Darknet, von denen man als braver, unbeteiligter Bürger überhaupt nichts mitbekommt. Das, was in Real Life im Darknet passiert, ist aufregender als jedes How to Sell Drugs Online-Script. Die Geschichte des Online-Drogenhandels fängt früher an, als man denkt. Einer der ersten Geschäfte, die im ARPANET, eine Art Vorreiter des heutigen Internets, durchgeführt wurde, war der Kauf von Cannabis in den 1970er Jahren. Studenten der Uni Stanford und Massachusetts dealten also bereits mit Drogen im Internet, lange bevor es Amazon und Co. gab. Der erste richtige Darknet-Marketplace war nicht Silk Road, sondern der Farmers Market. Dieser wurde 2006 im Clearweb gelauncht, im Jahr 2010 wechselte er dann ins Darknet. Allerdings konnte man auf diesem Schwarzmarkt noch mit PayPal zahlen, was es den Behörden natürlich leicht gemacht hat. Im Jahr 2012 verhaftete das FBI den damals 43-jährigen Gründer der Seite Mark Peter Willems mit weiteren Komplizen. Farmers Market hatte bis da einen Umsatz von 2,5 Millionen Euro erzielt. Die 2011 gegründete Seite Silk Road war der erste Darknet Marketplace, der dann Bitcoin als einziges Zahlungsmittel verwendete, was ein Ticken schwieriger nachzuverfolgen ist als eine PayPal-Transaktion. User konnten sich hier von tausenden unterschiedlichen Wurstbrothändlern Wurstbrote nach Hause schicken lassen und wie bei eBay durch Sternebewertungen die Chance von schlechten Wurstbroten oder Händlern reduzieren. Abgesehen von Wurstbroten werden auch immer andere Produkte wie geklaute Accounts, geklaute Kreditkarten, Fake-Ausweise, Malware und Hacking-Tools auf solchen Seiten verkauft, aber das Hauptgeschäft sind schon die Drogen. Silk Road führte auch ein Escrow-System ein, das dafür sorgt, dass die Händler erst ihr Geld bekommen, wenn der Kunde die Ware erhalten hat. Silk Road hatte bereits einen Umsatz von 183 Millionen Dollar. Der damals 29-jährige Gründer Ross Ulbricht wurde dann aber 2013 ebenfalls vom FBI verhaftet. Er wurde zu 2x lebenslänglich plus 40 Jahre verurteilt. Unter anderem wurde ihm auch vorgeworfen, einen Auftragsmörder angeheuert zu haben. Wenn man den Netflix-Dokus zu diesem Thema aber glaubt, wurden ihm da teils solche Dinge fälschlicherweise in die Schuhe geschoben. Nach dem Ende von Silk Road sprießen viele weitere Darknet-Schwarzmärkte aus dem Boden. Manche waren sehr kurzlebig. Die Schwarzmarktseite Utopia wurde nach nur 8 Tagen von der niederländischen Polizei hochgenommen. Die nächste so richtig große Handelsseite war die Silk Road 2.0, die im Jahr 2013 von ehemaligen Admins der ersten Silk Road gegründet wurde. Im November 2014 sorgte eine koordinierte Zusammenarbeit von britischen und amerikanischen Behörden für die Hochnahme von 27 Darknet-Seiten, darunter auch die Silk Road 2.0. Der nächste größte Markt war dann der Evolution Market. Das Besondere an dem Evolution Market, der ging nicht durch einen Polizeibust-Down, sondern weil die Betreiber einen Exit-Scam abgezogen haben. Das heißt, dass sie sich mit 12 Millionen Dollar in Bitcoin, die auf den User-Accounts der Seite waren, aus dem Staub gemacht haben. Die wurden bis heute nicht erwischt und der Bitcoin-Kurs war damals bei unter 500 Euro. Also wenn die nicht alles Geld zum Fenster rausgeworfen haben, sitzt irgendwo die Crew hinter Evolution an einem Strand mit Bitcoin im Wert von mehreren 100 Millionen Euro. Ein Exit-Scam ist ein fucking Bitch-Move, aber zu einem gewissen Grad denke ich mir so, well played. Danach übernahm der Agora Market die Führung als größter Marketplace für Wurstbrote und Co. Die wurden weder von der Polizei gebostet, noch haben die einen Exit-Scam gemacht. Im August 2015 veröffentlichten sie ein Statement, dass sie den Marktplatz kurzzeitig schließen müssen, weil sie einige Sicherheitsfeatures verbessern müssen. Bis heute ist die Seite aber nicht zurückgekehrt. Mit 800.000 Euro Umsatz pro Tag, 369.000 Kaufangeboten und 400.000 Usern war der nächste Top-Market Alphabay ungefähr 10-mal so groß wie die erste Silk Road. Doch leider wurden sehr viele Leichtsinnsfehler beim Betreiben von Alphabay gemacht. Die Server der Seite wurden beispielsweise von einer Firma gehostet, die direkte Verbindungen mit dem Gründer von Alphabay, Alexandre Cases, hatte. Im Internet gab Cases auch sehr damit an, was er sich alles für coole Sachen mit seinen Einnahmen kaufte. Sein Laptop war nicht verschlüsselt. Außerdem verwendete er zum Resetten von Passwörtern eine Hotmail-Adresse, die er auch in seinem LinkedIn-Profil stehen hatte. Als er 2017 verhaftet wurde, brachte der 26-Jährige sich in der Zelle um. Doch es gab noch einen zweiten Gründer mit dem Nickname D-Snake, der damals scheinbar nicht erwischt wurde. Noch im selben Monat wurde die nächste größte Handelsseite Hansa Market von der Polizei gebastelt.
Der bereits 2013 gegründete Dream Market war dann bis 2019 Marktführer. Im März 2019 kündigte Dream Market durch einen Banner an, dass sie zum 30. April aus dem Geschäft aussteigen werden und das Business an eine Partnerseite übergeben werden. Viele User fanden das alles sehr sass und waren der Meinung, dass die Seite unter der Kontrolle der Polizei ist. Der zweitgrößte Market zu dem Zeitpunkt, Wall Street Market, ging nur wenige Tage später down, weil die Betreiber einen Exit-Scam abgezogen haben. Die Betreiber wurden aber dann trotzdem noch erwischt und es handelt sich hierbei um drei Deutsche. Der eine davon ist Martin Frost, der in etlichen Dokus und Interviews mitgemacht hat, ein Buch dazu geschrieben hat und jetzt im Grunde Influencer ist. Auf Instagram, YouTube und TikTok klärt er auf zu den Themen Darknet, Internet Security etc. Der ist im Grunde gerade nur noch auf freien Fuß, weil die Gerichtsverhandlungen zu dem Fall noch am Laufen sind. 7 Jahre und 9 Monate Haft sollte er bekommen, aber er ist dann in Revision gegangen. Der nächste populäre Market war der Market, der als der vermutlich ehrenvollste Market in die Geschichte eingehen wird. Der White House Market setzte neue Standards, was die Sicherheit angeht. Auf früheren Plattformen musste man Bitcoin auf die Seiten laden, um dann damit Wurstbrote kaufen zu können. Da bestand natürlich immer die Gefahr, dass man das Geld verliert, wenn die Seite durch Exit-Scam oder Polizeiboss draufgeht. Der White House Market hatte ein Zahlsystem, wo man sein Konto nicht aufladen musste, sondern man erst bei jedem Kauf den genauen Betrag an eine bestimmte Adresse überweisen musste. Man konnte außerdem nur mit Monero zahlen, eine sogenannte Privacy-Kryptowährung, die deutlich anonymer ist als Bitcoin. Der White House Market war fast schon zu sicher, man musste da sein Login nicht mit einer einfachen Zwei-Faktor-Authentifizierung bestätigen, sondern dadurch, dass man eine PGP-verschlüsselte Nachricht mit seinem vorher selbst erstellten PGP-Key entschlüsselt. Die meisten von euch haben vermutlich nicht mal verstanden, was der letzte Satz gerade bedeutet hat. Genau wie beim Dream Market ließ der White House Market 2022 seine User wissen, dass sie bald aus dem Geschäft aussteigen werden. Laut diesem Banner war der Hauptgrund für die Schließung einfach nur, dass sie im Grunde alles erreicht haben, was sie erreichen wollten und genügend Geld mit der Sache gemacht haben. Der Vollständigkeit halber noch ein paar große Markets im Schnelldurchlauf. Abraxas 2014 bis 2015 Exit Scam, Nucleus 2013 bis 2016 Exit Scam, Empire Market 2018 bis 2020 Exit Scam. Ja, die meisten Schwarzmärkte sind tatsächlich wegen Exit Scam draufgegangen. Ebenfalls sehr viele sind einfach wie White House Market freiwillig aus dem Geschäft ausgestiegen. Über die Jahre gab es zwar bei den Markets immer wieder technische Verbesserungen, aber es gab eine Sache, die über die Jahre immer schlechter wurde, und zwar die Stabilität der Seiten. Besonders seit der Pandemie war es echt stressig, sich ein Wurstbrot auf einer Seite zu bestellen, weil Marktplätze wie Versus Market gefühlt immer offline waren. Teilweise war es so, dass die Seite online war und man dann aufgrund von ewigen Ladezeiten und unmöglichen Captures über 20 Minuten für den alleinigen Login gebraucht hat, um sich dann darüber zu freuen, dass genau dann die Seite down geht und der 20 Minuten lange Login-Prozess reine Zeitverschwendung war. Viele sind in dieser Zeit darauf umgestiegen, sich ihre Wurstbrote auf Telegram zu holen, obwohl da ein Großteil der Drogengruppen Scams sind. Ein Bekannter von mir wollte da mal was holen, der wurde 3-mal gescammt und hat noch keine einzige Ware bekommen. Früher habe ich immer gesagt, dass jede Polizeihochnahme von solchen Seiten reine Zeitverschwendung der Behörden ist, weil immer ein würdiger Nachfolger kommen wird. Ich fing an, diese Theorie anzuzweifeln, weil es im Vergleich zu früher deutlich mehr Aufwand war, sich etwas im Darknet zu bestellen. Doch dann kam der Plot-Twist. 4 Jahre nachdem der eine Gründer von Alphabay sich in einer Zelle umbrachte, kam die Alphabay-Seite 2021 wieder online und ist jetzt im Jahr 2022 mindestens genauso populär wie damals. Ein Verified Public Key soll bestätigen, dass der Betreiber des neuen Alphabay niemand geringeres ist als der damalige Co-Founder von Alphabay, D-Snake. Der neue Alphabay Market hob die Security Features nochmal auf ein anderes Level. Wie auch der White House Market verwendet der neue Alphabay Market ausschließlich die anonyme Währung Monero. Er bietet dabei sowohl die Aufladung auf ein Konto als auch die direkte Zahlung an. Das sogenannte AlphaGuard-System soll allerdings dafür sorgen, dass man sich das Geld von seinem Konto runterholen kann,
selbst wenn die Seite aus irgendwelchen Gründen down geht. Alphabay ist außerdem nicht nur über den Tor-Browser aufrufbar, sondern auch über I2P, eine Darknet-Alternative zu Tor mit einer anderen URL, die auf I2P endet. Eine Seite über I2P zu erreichen ist zwar deutlich komplizierter als über den Tor-Browser, weil man da sehr viele Einstellungen ändern muss, aber eine Seite läuft auf I2P deutlich stabiler. Das heißt, wenn User das erstmal eingerichtet haben, müssen sie nicht ständig darum bangen, dass die Seite jede Sekunde offline geht und sie lädt auch viel schneller. Ich habe den direkten Vergleich mit Stoppuhr gemacht. Über I2P habe ich unter 2 Minuten gebraucht, um mich anzumelden. Bei Tor über 4 Minuten und 20 Sekunden und das war schon ein guter Tag. Markets wie der White House Market hatten theoretisch auch schon I2P, aber ich habe erst diesen Monat durch Alphabay mitbekommen, dass es das überhaupt gibt. Und das neue Alphabay bietet zusätzlich noch eine private URL an, wenn man länger auf der Seite aktiv ist, die dann deutlich schneller ohne Downzeiten laufen sollte. Im Allgemeinen hat die Seite einen sehr breiten Funktionsumfang und das, obwohl Alphabay laut Roadmap noch in der Alpha-Testphase ist. Auf lange Sicht soll die Plattform komplett dezentralisiert werden. Von der Rückkehr von Alphabay und D-Snake zu erfahren, war für mich ein Moment wie in den Harry Potter Filmen, wo man erfährt, dass Gandalf noch lebt. In einem Statement auf der Seite schreibt D-Snake, dass der Grund für seine Rückkehr nicht nur der Mangel an Qualität und Professionalität bei bisherigen Marktplätzen oder der finanzielle Aspekt war, sondern vor allem der Wille, ein würdiges Erbe zu hinterlassen, das der damaligen Vision von Alphabay gerecht wird. Der letzte Trigger, der zur Wiedereröffnung der Seite geführt hat, war, als D-Snake ein Video fand, in dem ein FBI-Agent in einem College Aufnahmen der Verhaftung von Alexandre Cases, dem Co-Founder des ersten Alphabay, zeigt und dabei lacht, als wäre er ein Stand-Up-Comedian. Der Relaunch soll ein dicker Mittelfinger an die Polizei sein, die seiner Meinung nach Alexandre Cases, genau wie Epstein oder McAfee, in der Zelle umgebracht haben. Die Polizei dachte, dass sie den Darknet-Drogenhandel schwächen kann und schaffte das am Anfang sogar teilweise. Doch auf lange Sicht beschleunigte die Polizei nur die Mutationen der Shops und lenkte sie sehr viel schneller zu einer Variante, die robuster und ansteckender ist als alle Vorgänger. Alphabay scheint so durchdacht, dass ich es nicht für komplett unrealistisch halte, dass der Marktplatz, so wie es auch D-Snake auf der Seite prophezeit, für immer live sein wird. Beim Thema Darknet kann ich übrigens nur so historische Videos machen und keine, die irgendwie Anleitungen zum Wurstbrotkauf bieten. Ich zeige daher auch keine URLs. Ich will mich ja an die YouTube-Guidelines halten. Und in diesem Sinne rate ich auch hiermit davon ab, etwas Illegales im Darknet zu machen. Folgt mir auf Telegram, da kann ich Details posten, die ich hier nicht posten kann. Dieser kleine Einblick in die Evolution des Darknet hat euch hoffentlich gefallen. Gönnt euch was bei Supplements oder im Open Mind Shop. Und wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.